Guten Tag, herzlich willkommen in der Alfred-Erhardt-Stiftung. Mein Name ist Stefanie Odenthal und ich bin die Kuratorin der Ausstellung, die Sie hier sehen, Fred Koch, Naturfotografie der 1920er, 30er Jahre. Fred Koch ist ein unbekannter Fotograf und wir versuchen ihn gerade zu entdecken in dieser Ausstellung. Fred Koch ist 1904 im Siegerland in Berleburg geboren und hat, ganz wichtig für seine weitere Entwicklung, um 1922/23 in Darmstadt, wo er aufgewachsen ist, den Schriftsteller und Philosophen Ernst Fuhrmann und gleichzeitig auch den Fotografen Albert Ringer-Patsch kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt eben für Ernst Fuhrmann und dessen Verlag gearbeitet hat. Und Fred Koch begleitet Albert Ringer-Patsch bei seinen Ausflügen, wo er Pflanzenfotografien als Bebilderung für Ernst Fuhrmanns Schriften aufnimmt. Mitte der 1920er Jahre geht der Verlag in Konkurs. Albert Ringer-Patsch verlässt Ernst Fuhrmann und 1928 geht Ernst Fuhrmann nach Friedrichssegen an der Lahn und gründet einen neuen Verlag, den Volkwang Auriger Verlag. Und das ist jetzt sehr wichtig. Er beruft Fred Koch als Fotografen, als Leiter des Fotoarchivs. Und in dem Zuge arbeitet Fred Koch 2 Jahre eben für Ernst Fuhrmann und ergänzt das Pflanzenfotoarchiv, das Albert Ringer-Patsch als sein Vorgänger aufgebaut hat und fotografiert etliche tausend Pflanzen, die Einzug in Ernst Fuhrmanns Publikationen bekommen. Fred Koch fotografiert als Autodidakt Pflanzen im Umfeld der Darmstädter Rosenhöhe und nimmt die Fotografien sowohl draußen als auch im Studio drinnen auf. Und er transportiert die Biosophie, die Ernst Fuhrmann entwickelt hat, sehr brillant im Gegensatz zu seinen Kollegen, die im Laufe der Verlagsgeschichte eben für Ernst Fuhrmann gearbeitet haben. Das heißt, die Biosophie bedeutet, dass Ernst Fuhrmann davon ausgeht, dass die Pflanze animalisch ist, das heißt, als Lebewesen agiert, genauso wie Mensch und Tier. Und eben diese Lebendigkeit der Pflanze transportiert Fred Koch einfach sehr viel besser und sehr viel prägnanter als seine Vor- und eben auch Nachgänger. Wie sein Vorgänger Albert Ringer-Patsch, dessen Pflanzenfotografie quasi den Beginn der Fotografie der neuen Sachlichkeit darstellt, genauso agiert Fred Koch eben auch bei seinen Fotografien. Das heißt, er abstrahiert, er nimmt Ausschnitte, er verfremdet, sodass der Betrachter eben nicht auf den ersten Blick feststellen kann, um was es sich genau handelt auf der Fotografie. Zum Beispiel, wenn man die Aufnahme eines Besenginsters anschaut, die wir zum einen als Kontaktabzug in der Ausstellung hängen haben, wo die ganze Blüte, die ja wirklich sehr, sehr klein ist, zu sehen ist. Und eben aus dieser Aufnahme nimmt er einen Ausschnitt. Und man erkennt sehr schön die Lebendigkeit in Schatten- und Lichtspiel, in der Art, wie er die Pflanze eben ins Bild setzt, wie er das sozusagen Dämonische, das Lebendige herausarbeitet. Also das ist wirklich für mich eine Ikone der neuen Sachlichkeit. Er bebildert Ernst Fuhrmanns Publikation von 1930, die Pflanze als Lebewesen, wobei wir nicht genau wissen, ob die Fotografien alle von Fred Koch stammen, die in dieser Publikation sind, da Ernst Fuhrmann eben die Fotografien leider nicht mit den Fotografennamen nennt, sondern anonym unter dem Verlagsnamen. Und in den Bildunterschriften spricht Ernst Fuhrmann eben von der Lebendigkeit. Er gibt einen Vergleich zum Beispiel bei der Zaunrebe, wo er von einem intelligenten Tastsinn spricht.
Oder er spricht von Muskulatur, auch von Geschlechtsorganen. Das heißt, das Sexuelle in der Pflanze oder bei der Pflanze ist auch extrem wichtig. Wenn wir uns zum Beispiel die Aufnahme einer Rhabarberpflanze, also eines gefalteten Blattes anschauen, da kann man sehr schön einen Phallus erkennen. Andere Personen sehen vielleicht ein Gehirn, also Organe, aber auch zum Beispiel eine Samurai-Rüstung, weil die Lichtsetzung einfach so prägnant ist, dass man was Metallisches sieht. Er hört 1930 auf, für Ernst Fuhrmann zu arbeiten. Er geht nach Weimar und studiert dort in der neu eingerichteten Fotoklasse von Walter Hege. Und das ist die Zeit, wo er sich höchstwahrscheinlich der Kristallfotografie zuwendet. Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den anderen Raum. Also während Fred Koch eben bei den Pflanzenfotografien die florale Schönheit und die Pracht und die Anmut der Pflanzen fotografiert, richtet er jetzt den Fokus bei seinen Kristallaufnahmen eben auf die Schönheit der Kristalle, deren Detailreichtum, und fotografiert in wahnsinniger Präzision und Schärfe eben diese Steine. Wenn man sich zum Beispiel die Aufnahme eines Steinsalzes anschaut, er richtet das Licht so aus, dass diese Transparenz des Steins unglaublich gut wiedergegeben wird. Also auch bei einem Diamanten, wo er diesen Stein eben so in den Fokus, in die Fotografie setzt, dass er die Ätzspuren, diese Strukturen einfach phänomenal abbildet und dem Betrachter eben zeigt. Das sind Details, die man sonst nicht unbedingt sieht. Ich hatte eben schon mal betont, dass Ernst Fuhrmann die Fotografien seiner Fotografen eben anonym publiziert. Und tatsächlich ist es so, mit dem Übergang zur Kristallfotografie emanzipiert sich Fred Koch eben auch von Ernst Fuhrmann, von seinem Mentor. Und in das Leutsche Lichtbild 1932, was tatsächlich 1931 erschienen ist, ist quasi seine erste Kristallfotografie abgebildet, die seinen Namen trägt. Und zwar ist das das Hartmanganerz. Eben diese wunderbare Schärfe und Brillanz der Fotografien, der abgebildeten Objekte, sind quasi das Ergebnis seiner Tüfteleien. Er hat unglaublich lange über den Fotografien gesessen, sich die Steine genau angeguckt, eben vorher auch die Pflanzen, und hat Spezialkameras entwickelt, um eben genau das zu transportieren, was er im Kopf hatte. Und eben in diese extreme Tiefenschärfe, die er nutzt, eben im Makrobereich, da optimiert er seine Apparaturen und studiert die Ausleuchtungsmodalitäten und kommt so genau zum Punkt. Und er ist einfach einer der brillantesten Kristallfotografen der Zeit. Er toppt da auch Alfred Ehrhardt. Mit den Kristallaufnahmen, es folgen auch noch Korallen, Muscheln und Schnecken bzw. Nautilusaufnahmen. Es gibt auch Aufnahmen von Röntgenbildern. Also das heißt, das sind typische Objekte, die eben zu der Zeit die Fotografen faszinieren, mit denen sich viele beschäftigen. Und für Fred Koch war es so, dass er Ende 1934 nach München geht, zu Hans Hubmanns Münchner Bildbericht, und wendet sich damit der Pressefotografie zu. Das heißt, das ist ein Bereich, den es jetzt bei uns in der Ausstellung nicht zu entdecken gibt, da wir uns auf die Naturfotografie fokussiert haben. Fred Koch ist als Bildberichterstatter während des Zweiten Weltkrieges aktiv und verstirbt leider an den Folgen seiner Kriegsgefangenschaft 1947 im Januar im Zug dramatischerweise auf dem Weg in die Heimat zurück. Und eben jetzt gilt es nach langen Recherchen,
diesen Fotografen wiederzuentdecken. Kommen Sie in die Ausstellung, schauen Sie sich das Werk an. Es lohnt sich in jedem Fall.